Ich stehe hier zusammen mit Udo Lütze, dem Inhaber der Lütze International Group, am Stand der Friedrich Lütze GmbH auf der SPS IPC Drives. Herr Lütze, Sie fahren in diesem Jahr 50 Jahre Superflex Schleppkettenleitungen. Da blicken Sie auf eine lange Tradition zurück. Ja, auf jeden Fall. Schleppkettenleitungen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns im Hause Lütze, mit dem wir uns jetzt schon mehrere Jahre auseinandersetzen. Wie gesagt, seit 50 Jahren. Und das ist eine Tradition, auf die wir auch stolz sind. Wie kam Ihr Vater, der Firmengründer Friedrich Lütze, damals auf Schleppkettenleitungen? Ja, das war damals in den 60er Jahren, die Branche boomte. Auch die Baubranche war sehr aktiv. Es wurden Autobahnen gebaut, es wurden Gebäude gebaut. Und da gab es dann auch schon die ersten Maschinen und Anlagen, die automatisiert waren. Dort wurden Leitungen eingesetzt, Gummileitungen, die natürlich nicht dafür ausgelegt waren, permanent bewegt zu werden. Das bedeutet, dass die sehr häufig ausgewechselt werden mussten. Zum Teil in einem wöchentlichen Turnus, oft auch häufiger. Und das hat natürlich immer eine Unterbrechung bedeutet. Das war ein großes Problem. Und mein Vater hat sich dann die Frage gestellt, naja, vielleicht kann man das doch etwas besser machen. Wie ging es dann mit den flexiblen Leitungen bei Lütze weiter? Er hat sich die Anforderungen angeschaut, also gerade die verschiedenen Bewegungsarten, die es gab, und sich dann auch Gedanken gemacht bezüglich der Konstruktion, wie die einzelnen Adern aufgebaut waren, wie man die stabiler gestalten kann. Der Trick bei der ganzen Sache ist, man braucht eine Leitung, die sehr stabil ist, die also sehr viel aushalten kann. Aber auf der anderen Seite muss er auch sehr flexibel sein und sich den Bewegungen anpassen können. Und das ist nicht ganz so einfach, wie es sich eventuell anhört. Ja, was für eine Rolle spielt der technische Fortschritt in Form von neuen Materialien und Materialkombinationen? Sicherlich waren ja hier im Laufe der Zeit immer leistungsfähige Kabelaufbauten möglich, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also Materialien, gerade die Chemie spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. TPE zum Beispiel ist so ein Material, das heute ganz stark eingesetzt wird. Man braucht ein Material, das geschmeidig ist, das aber trotzdem hart ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn man sich den Aufbau der einzelnen Adern anschaut, dann gibt es ja die einzelnen Drähte innerhalb einer einzelnen Ader. Und dieser Aufbau allein ist schon sehr, sehr wichtig bezüglich der Stabilität. Das nächste sind dann die ganzen Materialien, die eingesetzt werden müssen, die Gleitfähigkeit, die Oberflächenbeschaffung, also da kommt schon sehr viel zusammen. Und man darf auch nicht vergessen, dann gibt es auch Regularien wie UL und VDE, die natürlich auch noch Gedanken haben bezüglich der Materialien. Wie Sie sagten, begann in den 60ern alles auf der Baustelle. Welche Leitungen umfasst Ihr Kabelportfolio heute und welche Branchen bedienen Sie mittlerweile? Ja, also wir haben mittlerweile ein Komplettportfolio für die Automatisierungsindustrie. Angefangen bei hochflexiblen Leitungen bis runter zu normalen statischen Leitungen. Das geht über Servoleitungen, Netzwerkleitungen, Steuerleitungen, Antriebsleitungen. Ist also eigentlich komplett alles dabei. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in 50 Jahre Schleppkettenleitung bei Lütze. Danke. Dankeschön.